So, da sind wir zurück zu einer neuen Ausgabe von Big Farming Projekt. Wir sind jetzt hier switched in den nächsten Monat, in den November. Haben wir ja am letzten Mal noch Zuckerrüben en masse geerntet. Wir haben Mais gehäckselt. Wir haben vorher noch die Sonnenblumen runtergeholt. Und jetzt sind wir hier im November und müssen hier den letzten Mais holen. Ja, wir holen hier vermutlich den kompletten Mais runter, weil die Schweine brauchen den. Und es ist eben ein großes Feld, das man auch ernten kann. Wir werden aber auch gleich noch einen weiteren Mähdrescher uns mieten, um Sonnenblumen noch abzuernten. Und ich muss mal bloß hier kurz im Vorgewende fahren. Wenn wir das Vorgewende haben, dann können wir hier auch in den nächsten Aufgang switchen. Was liegt sonst in dem Monat noch an? Wir müssen gucken, was unsere Wiese sagt. Ich würde am liebsten noch eine BGA bauen. Wir müssen die Tiere nochmal füttern. Ich will den Hühnerstall verkaufen. Würde da gerne noch mal was für Zucker und Milch als Produktion hinstellen. Dann müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Bin echt gespannt. Eigentlich wollte ich noch einen neuen Schlepper haben, der dann sozusagen, damit man immer zweimal die Mähkombi hat. Also noch einen Schlepper, der dann ausschließlich das Mähen übernimmt. Vielleicht zusammen mit dem Fast Track, das muss ich mal schauen. Und dann gucken wir mal einfach, wie weit wir da kommen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Maispflücker dran. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Aber das ist schon ein relativ großes Feld, wenn nicht sogar mit das größte Feld hier auf der Map. Und das braucht natürlich ein Stück Aufwand, um abgemäht zu werden. Aber ich will, damit der hier auch klarkommt, wenigstens mal hier kurz bis zum Ende da oben fahren. Und dann kann der Rest der Helfer übernehmen. Mal schauen, wie der sich so macht. Den Mais, wie gesagt, brauchen wir definitiv für die Schweine noch, ja, damit die so ein bisschen auf 75% arbeiten. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die BGA hinstellen, wenn wir es uns überhaupt leisten können, dann müssen wir mal gucken, beziehungsweise was wir dann mal mit den ersten Waren machen. Ich würde, wie gesagt, gerne den Hühnerstall doch verkaufen, weil ich glaube, wir brauchen ihn schlichtweg nicht. Das ist zwar eine Einnahmequelle, aber ich glaube, dann würde ich da lieber entweder noch die Produktionsstätte, Molkerei oder sowas hinstellen oder schlichtweg die BGA. Ja, wobei wir die BGA noch gar nicht richtig füllen können, weil ich glaube, die Silage noch nicht durchgereift ist. Da müssen wir mal schauen, was das Fahrsilo sagt. Jetzt fahren wir hier erstmal, lassen wir hier mal den Helfer fahren. Ja, der fährt gerade. Er hat hier noch die letzten Reste vom. Ist noch kaputt? Ne, haben wir das schon verkauft, das Feld, glaube ich. Ja. Er hat hier noch die letzten Reste von den Zuckerrüben drin. Die bringen wir jetzt noch schnell zurück. Und dann wird der Truck nämlich hier der Abfahrer von dem Maisfeld sein. So, dann haben wir das. Können wir auch von hier drinnen machen. Wenn wir das nämlich zurückfahren haben, wie gesagt, geht's zum Mais. Dann müssen wir uns den nächsten Mähdrescher organisieren, weil der soll dann hier hinten die Sonnenblumen runterholen. Da fahren wir nämlich gleich vorbei an dem Feld. Da müssen wir jetzt hier erst nochmal nach links. Weil ansonsten fahren wir ein bisschen einen kleinen Umweg, das muss jetzt nicht sein. Die Zuckerfabrik ist eigentlich voll, da passt auch mehr als genug drin, deswegen genau. Das Feld, was wir letztens eigentlich schon abernten wollten, neben unserem Feld mit Mais, das da holen wir noch die Sonnenblumen runter. Hier macht sich der Helfer immer nicht gerade gut, weil er hier immer gegen dieses Häuschen gegenfährt. Deswegen fahren wir jetzt hier mal schnell. Guck mal hier, die Sonnenblumen sind erntebereit, das ist schon mal sehr schön. Deswegen fahren wir hier mal schnell nochmal das Ding ausleeren und dann kann der Helfer die Fahrt zum Maisfeld übernehmen. Übrigens, letztens ging das Auto gegen hier fahren und dann stand der LKW in der Luft. Das war auch nicht sehr schön. So. So, Autos, bitte warten. So, das hat geklappt. Dann schnell rauf auf die Farm. So, und dann können wir hier nämlich
das auskippen. Aber ich glaube, der Dings ist noch an, den müssen wir dann auch mal ausschalten. Der muss ja da nicht unnötig laufen. So, Zuckerrüben runter. Rein ins Silo und dann kann der als Abfahrer dienen. So, okay, das haben wir erledigt. Dann rüber hier auf die Straße. Oh, wir sehen, wir haben hier schon jede Menge Zucker fertig. Und den Zucker können wir dann mit der Milch zusammen. So, halt. Oh, wir haben den hoffentlich nicht überfahren. So, fahren wir hier ein kleines Stück, damit der Helfer auch wirklich klarkommt. Da siehst du, das Feld hier unten ist auch schon abgeerntet. Ihr habt den Jaguar noch nicht zurückgegeben. Weil ich dachte, das kann der vielleicht noch gut. Vielleicht können wir hier oben doch noch ein bisschen was mit häckseln. So, der könnte jetzt sich mal am besten. Wo stellt der sich dann am besten hin? Ich würde sagen, da kann er erstmal hin. Was hat der denn gemacht hier? Gut, ich will es nicht wissen. Wir gucken mal, was gibt es im Angebot. Noch nichts, was wir brauchen können. Wir wollen nochmal einen Mähdrescher aus mieten. Was haben wir denn hier Schönes im Angebot? Nehmen wir den Johnny oder nehmen wir nochmal den. Was hat der hier? 17,7, 17,1, 14. 18, 27,4, das ist natürlich auch nochmal eine Nummer. Was hat er hier für Kombinationen? Das Ding hier, 12 Meter. Oh, hätte ich das gekauft? Ah, oh, shit, ich wollte das gar nicht kaufen. Ich wollte sie eigentlich nur mieten. Mit 16,2 und 27. Wir nehmen mal hier diese Mercury Construction. Dann nehmen wir das. Lichtkonfiguration. Ah, das kann alles so bleiben. Design kann auch so bleiben. Kurze Pfeife, nee, lange Pfeife, was haben wir, Hinterachse? Breit, reicht schmal, Zahlen brauchen wir nicht. Hauptfarbe, grau, okay. Dann mieten wir uns den mal. Für 31, okay. Und dann brauchen wir ja noch von dem Maisflücker, den 12 Meter Maisflücker, das wird der gewesen sein hier. Ja, das haben wir uns hier wirklich gekauft, ey. Gibt es da gar keinen Anhänger zu? Schneidwerkswagen, wo sind die denn? Oh, sehe ich schon, wenn ich durchgebrüht sind, nur die Schneidwerkswagen. Flüge, Kreisel, Ecken, Tiefenlockerer, Feldhäcksler, Schneidwerke. Überlader, Schneidwerke. Gibt es die gar nicht mehr hier oder was? Walzen, Mähtechnik, Frontlader, Silo, Schiebeschilder. Dollys, Tieflader. Transportanhänger hier, Schneidwerke, okay. Brauchen wir einen von John Deere wahrscheinlich. Gibt es da einen von John Deere? Gibt es nicht. Na gut, vielleicht kriegen wir das ganze Ding auch so wieder raus. Ah, der ist eingeklappt. Das ist natürlich auch geil. Brauchen wir gar nicht, siehst du? Das ist ja auch geil. Okay. So, das ist natürlich cool. Ja, das ist wirklich cool, das Teil hier. Man sieht gar nichts da drin, aber es ist...
eine coole Sache. So. Und fahr hier mit deinem Link. So. Ich muss mal weiter wegzoomen. Man sieht hier sonst nicht viel. So, wir wollen jetzt hier. Oh, für die Straßenfahrt ist der eigentlich nicht wirklich geeignet. Aber es hilft nicht. Wir wollen den Mais runter haben. Ne, Quatsch, den Mais nicht. Wir wollen. Wir wollen. Kommen wir hier irgendwo aufs Feld ruf. Wir wollen eigentlich hier den. Die Sonnenblumen runterholen. Und dafür wollen wir das Ding ganz gut brauchen. Ja, fahren wir mal hier eigentlich außerhalb der. Straße. Wir müssen ihn sowieso selber fahren, weil er kommt sonst nicht an. Das ist auch echt nervig auf der Map hier. Map ist eine sehr schöne Map, aber wenn du den metrischer KI losschickst, er kommt nicht an. Er hat an allen, jeder Kante hat er irgendwie da irgendwie ein Problem. Deswegen müssen wir hier wohl über übel selber fahren. Er fährt schon mal einen fast vollen Korntank. Das ist schon mal sehr gut. Können wir nämlich gleich mal das erste Mal abtanken. Und können das dann auch direkt den Schweinchen bringen. Und wir schauen mal. Genau, später könnte der dann sogar hier noch mithelfen. So. Der LKW steht auch gut, das ist hier eine gute Ecke. Sozusagen eine Parkbucht. Wir werden da unten hinfahren müssen, weil der wird sicherlich da unten irgendwo stehen. Da vorne ist unser Feld und dahinter müsste das dann kommen. So. So, 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 das haben wir hier schon mal. Dann können wir jetzt hier rechts rein. Das ist ja nämlich unser Feld. Wo die. Was haben wir da gemacht? Hafer oder Gerste und sowas, glaube ich. So, und dann kommen wir hier neben direkt zu dem anderen Feld und das können wir dann jetzt abernten. So, mal schauen, wo jetzt los hier. So. So, das sieht auch schon phänomenal aus. So, aber mal sehen wir nicht so richtig hier. Ich würde hier auch mal so eine Art Vorherwände machen, zumindest für hier unten, damit der klarkommt hier. Aber wesentlich breiter machen. Guck mal, das da ein 12 Meter Mähwerk. Das ist schon nicht schlecht zum Mais, zum Sonnenblumenernten. So, Sonnenblumen brauchen wir nämlich für unsere Ölproduktion. Beziehungsweise glaube ich, kann das auch noch als Protein eingesetzt werden bei den Tieren, bei den Schweinen. Und dann gucken wir mal, dass hier unten immer durch haben. Dann kann der jetzt eigentlich nach oben fahren. Und dann kann der hier auch erstmal. Hier passt ja auch jede Menge. Das waren jetzt 27,5 Liter. Das ist auch schon ordentlich. So. Wenn wir jetzt hier um der Kurve sind, kann der Helfer übernehmen. So, würde ich sagen, Helfer Attacke. So. Wo ist. Er ist voll, aber er ist so blöd gefahren. Oh. Oh, was ist das denn, ey, wirklich? Ziemlich. Was ist das denn? Kann ich jetzt die ganze Feld zurückfahren? Nein, machen wir es mal anders. Dann tut es mir leid, aber das ist dann so. So, hier sind wir am Maisfeld.
So, dann fahren wir mal hier runter. Hier müsste der Weg müsste ja dahin führen. An den Feld vorbei hier, genau. Und dann kommen wir da gleich an, dann können wir da gleich abtanken. Und dann kann der eigentlich auch weitermachen. So. Ah, dass er so dämlich daran fährt, ey, das ist doch schon wieder nicht normal. So, tank mal ab. Dann können wir mal den kleinen Schwarzen uns nehmen. Wo steht der? Hier. So, der muss mal zurück. Bomben, nicht gesehen. Der muss mal zurück zur Farm und da können wir mal gucken, was zum einen unsere Apfelproduktion macht und Birnenproduktion. Die braucht scheinbar wirklich eine Weile. Unsere Wiese ist schon ganz gut. Wir müssen jetzt hier nämlich die Kühe dann erstmal mal füttern. Das können wir nämlich mit dem Ding hier wunderbar erledigen. Der Anhänger steht nämlich auch schon ready. So. Können wir hier das Heu knallen. Dann ist der da auch ready. So. Und dann holen wir hier nochmal neues Heu und dann kann der nämlich danach wieder als Heu Transporter sozusagen dienen. Dann müssen wir mal gucken, was unser Heuvorrat sagt. Wir müssen nämlich dann spätestens im nächsten Monat auf jeden Fall mähen. Aber ich vermute, wir müssen diesen Monat schon mähen, weil Dezember dann schon echt schwierig wird. So, wir wollen Heu rein. Ja, wir müssen Heu mähen. Okay. So, wir müssen Heu mähen. Und dann schauen wir mal auch, was hier was diese Fabrik kosten würde. Da müssen wir vorher noch ein paar Eier verkaufen und die Hühner verkaufen. Und dann können wir. Und dann können wir da nämlich die nächste Fabrik hinstellen. Ich weiß nicht, wo die BGA hinkommt, aber ich wollte eigentlich noch diese Milchproduktion lieber in einem Produkt drin kloppen, was dann noch ein bisschen mehr Kohle bringt. So. Gut, Anhänger lassen wir hier stehen. Dann fahren wir mal rüber und gucken uns da mal an, was die Hühner so gebracht haben. Die schon ein paar Eierchen gelegt haben. So. Also Zucker liegt auf jeden Fall gut hier. Mal gucken, was bringt uns denn Zucker eigentlich? Was bringt uns denn der Zucker? Der Zucker bringt uns Zuckerrüben. Wo ist denn hier Zucker? Eier, Milch haben wir 41.000 Liter. Zucker, Zucker, Zucker bringt. Na gut, es bringt jetzt auch noch nicht die Welt. Bringt auch noch nicht die Welt. Aber wenn wir dann zum Beispiel da draus. Wenn wir denn da draus Gurken, wo kommen wir denn Gurken her? Kompost, Apfel, Honig. Wenn wir denn da draus hier sowas wie Pizza oder sowas machen. Oder Käse war das hier. Käse wäre natürlich gut. Oder Butter, Käse wäre echt genial. Käse könnten wir dann auch gut verkaufen. Ja, müssen wir machen. So, jetzt gucken wir mal erstmal hier an dem Hänger. Da ist da schon was aufgeladen, nicht so doll.
Ja, das Eierding kommt weg. Der Hühnerstall produziert so wie gar nichts, das ist nicht. So planen kann man das hier auch kaum. Jetzt. Den, ja, den haben wir weg. Das bringt hier nichts. Das ist nichts. Verkaufen wir das mal und dann stellen wir hier lieber noch die Produktion hin. Bringen wir das mal zu unserem. Kommen wir hier durch. Das wird eng. So, dann bringen wir das lieber. Achso, jetzt haben wir den, der abgetankte. Steht er hier noch rum? So, dann lassen wir den jetzt hier einfach. Echt 7000 Liter an den Pump, warum das dann nicht? So. So, Helfer, dann Attacke abfahrt. So. Was sagt der andere? Der müsste doch bestimmt auch schon voll sein. Nee, der hat noch wissen, was der hier macht. Okay, er mäht. So, und wir wollten hier die Eier verkaufen. Das können wir am besten bei unserem Bauernmarkt machen und dann ruppen wir das ganze Ding mal ab, weil das bringt nichts. Die Hühner bringen nichts hier. So. Dann setzen wir da wirklich bloß auf der BGA, das ist hier. Ah, 10.000, siehst du, das lachhaft. So, gut. Baumodus. Baumodus weg mit der Production hier. Oder wir machen den Platz dann nachher für die BGA. Aber das Teil kommt jetzt hier weg. So. Wenn sie nur Tiere verkaufe, diese zuerst. Oh, okay. Gut, dann gehen wir mal zu den Tieren, verkaufen die zuerst und dann verkaufen wir das Gebäude. So. War das hier hinten mit den Tieren? Ja. So, auswählen. Die hier verkaufen. So. Auch noch ein bisschen Kohle. So. Okay, wenn wir also uns überlegen würden, wir würden eine Produktion und wir würden dann das Ding hier für 875 bauen, dann passt das hier hin. Na, mehr oder weniger schon. Du hast nicht genug Geld. Okay, dann machen wir das nämlich anders. Dann gucken wir jetzt, wo gibt es hier diese, die Molkerei. Genau. Für 70 und die klatschen wir hier hinten noch mit hin. Na, die hier so mit dran bauen würde eigentlich klappen, glaube ich. Wa? Oder wir klatschen sie hier zwischen. Was sollen die eigentlich kosten?
70. Wenn ich da sehe, 77.000, 71.000. Wo müssen wir was einfüllen? Hier. Ach, das ist das hier mit. Na, es ging, glaube ich, war. Ist ein bisschen. Okay, gut, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Er ist hier noch gut am Machen. Wir könnten jetzt dann nämlich die Milch. Wo ist denn. Ah, wir brauchen einen LKW dafür. Wir brauchen einen LKW dafür. Gut, er ist hier nicht weit weg. Ne, warte mal, weiter weg ist eigentlich der hier. Dann lassen wir ihn mal kurz abtanken. Und dann kann der, oder wir stellen ihn den hier mal hin. Tanken den mal schnell ab. Den kann der mähen und dann fahren wir mal mit dem Truck zurück. Tanken wir den hier mal schnell ab und dann haben wir da die Sonnenblume drin, dann kann der Truck nämlich die Milch dahin liefern. Und dann können wir den Zucker dahin liefern. Ich weiß nicht, den Zucker können wir vielleicht mit dem Transporter dahin. Das müssen wir mal testen, wie das hier läuft. Aber das wäre dann hier die neue Zuckerfabrik. Das ist doch schon mal gut. Wie pumpt er das da ewig langsam drin? Was ist denn das eigentlich? Hier kriegen wir gleich Ballen rausgepresst oder was? So, 5000 Liter noch. Dann mach du mal hier weiter. So, LVC hat auch einen vollen Korntank. Wo steht der? So, der kann dann auch abtanken fahren. So, ja, ihn wollten wir jetzt absetzen, genau, und kann der zurückfahren. Dann können wir dann eben die Produktion starten, dann gibt es da auch mal schön Käse. Mit Käse, bei Käselieferant, das ist doch auch was Cooles, so. So, und dann kommt die BGR nämlich da hinten hin und dann haben wir doch da eine ganz gute Kombination. Jetzt müssen wir nur mal schnell auf den Hofhof den Anhänger holen, der ist hier. Tanken da mal gleich Milch rein. So, gucken wir hier rückwärts fahren, ob das ganz gut klappt. So, das hat geklappt. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo kriegen wir hier die. Hier sind Kühe, wo kriegen wir hier die Milch her? Die kriegen wir hier, glaube ich, her, wa? Ja. So, tankt die mal hier rein. Sehr schön. So. Dann liefern wir die mal hier zu unserer
Milchfabrik. Da war der Ausladepunkt, war glaube ich hier irgendwo. Genau. Sehr schön. So, kippen wir da die Milch rein. Und währenddessen die Milch da reinläuft, können wir gleich mal. Der hat auch schon ein bisschen was da, ein bisschen Sonnenblumenöl. Können wir auch gleich mal die ersten Sonnenblumenöle verkaufen. Und dann holen wir mal die Zucker drüben ab. Ich hoffe, dass der Zucker hier in dem anderen Anhänger drin passt. Und wenn das hier auch. Okay. So, die Milch passt erstmal vollkommen rein. Das ist schon mal sehr schön. Fahren wir das hier mal kurz ein bisschen zur Seite. So, genau, ihm hier. So, dann fahren wir mal den Zucker holen. So, ab zum Zucker. So. Den Zucker holen wir jetzt mal noch schnell, die Fatzki. Mal gucken, ob wir den hier wirklich gut eingeladen kriegen. Kann sein, dass er wahrscheinlich eher. Na, stacken wir fest, ja, das war klar. So, dann hier durch. Dann müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite. Es ist wirklich nicht so schön gewählt hier die Version. Dann gucken wir mal hier außen bis runter. Man muss ja mit dem Anhänger, ich habe da jetzt auch keine Lust, das alles immer mit dem Radlader zu machen. Hier rauf. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch anders machen. Das ist hier alles Käse. Ups, er lädt das erstmal auf. Lädt er nicht, natürlich nicht. Oh ne, jetzt sag nicht, wir stacken hier fest. So, Hänger kurz abgekoppelt. Lädst du jetzt hier wohl mal den Zucker auf? Jetzt, na okay. So, jetzt hier den noch. Ja, das spawnt auf jeden Fall gut. So, 8000 Liter. Oh, jetzt spawnt gleich das nächste Zeug. Gucken, ob noch was spawnt. 10.000 Liter sind ja eigentlich schon mal ganz gut Zucker. 10.000 Liter Zucker. Boah. So gut, dann fahren wir das jetzt zurück, weil dieser Ausladespot, der ist, da müssen wir auf jeden Fall noch Bäume abholzen später mal. Aber gut, das machen wir dann später. So, jetzt zurück zur Fabrik und dann kann die Fabrik loslegen mit der Produktion von Käse, würde ich sagen. So, vorbei an der Farm. Ja, die Wiese ist der nächste Schritt dann definitiv. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier
Zucker rein knallen. Das funktioniert gut. Dann laden wir hier doch noch mal schnell unser Sonnenblumenöl ein. So, und dessen der das einlädt, können wir hier die Fabrik mal aktivieren. So. Wir wollen hier herstellen. Wir wollen nicht Butter, sondern wir wollen herstellen Käse. Ach so, was bringt denn mehr Schokolade? Käse ist nur Milch, ne? Käse ist nur Milch oder Schokolade? Was bringt denn den besten Preis? 17.000 für Flügen. Oh Gott. Das könnte der Helfer übernehmen. Ballen pressen. Flügen. Was bringt das meiste Geld? Schokolade. Wo ist denn Schokolade? Ist das besser? Schoki? Schoki oder einfach nur Käse? Wo ist denn der Käse? Käse war, glaube ich, ein bisschen lukrativer, oder? Käse. Teilweise 4000. Verkaufshütte ganz groß. 4100 aber Käse. Zucker kriegen wir in der Verkaufshütte nicht, aber wir kriegen. Wo ist denn die Schoki hin? Was war Schoki? Käse, Butter, Honig, Rosinen, Schokolade. Können wir zum Beispiel im Dings nicht verkaufen? Ähnlicher Preis. Puh, ja, was machen wir da jetzt? Käse? Käse, Butter. In Aktivzyklen pro Monat Schokolade. Na komm, wir machen erstmal Schoki. So, hier haben wir Zucker. Und hier haben wir Sonnenblumenöl. So, das Sonnenblumenöl. Dann ist die Folge so gleich zu Ende hier. Sonnenblumen, jetzt müssen wir hier noch den letzten Rest an Sonnenblumenöl aufkloppen. Dann gucken wir mal, wo wir das am besten verkaufen können. Sonnenblumenöl, kommen die Dinger, kommen die hier erst? Ketchup. Erdbeersaft, Ketchup. Wo kriegen wir denn Ketchup hergestellt? Tomaten, wahrscheinlich Tomaten weiterverarbeiten. So, wo ist denn jetzt hier Sonnenblumenöl? Sonnenblumenöl, komm her hier, wo bist du? Zuckerrüben, Mais. Bin jetzt doof, hätte ich das nicht gesehen, Misch. Rapsöl, so Sonnenblumenöl. Können wir, Verkaufshütte ganz groß, können wir bei uns verkaufen für einen geilen Preis. Das machen wir. So, fahren wir das mal zu unserer Verkaufshütte. Und verkaufen das dafür 4000 den Litern, gibt es auf jeden Fall einen kleinen guten Gewinn dabei. So, Verkaufshütte ganz groß. Ja, dann können wir uns gerne mal angucken, was die Silage sagt. Hätte ich gerne den Rest noch zugekippt, aber ist eben so. Das hat 17.000 Euro gebracht, das ist doch schon mal gut. So. Das lassen die Kombi lassen wir mal jetzt hier kurz stehen. Und dann gehen wir noch mal gucken, da ist ja schon wieder irgendwas voll. Was die Silage hier sagt. Kann man das hier nicht sehen? Kann man nicht sehen, weil ich das den Hut ausgestellt habe. Wo habe ich denn den Hut ausgestellt? Schnee. Hilfefenster, hier, das brauchen wir. Speichern wir mal kurz.
Kehrensilage 88%. Siehst, das ist doch gut. So, der ist fertig. So, der kann nochmal abgetankt werden. Und dann haben wir nämlich auch schon die erste Ladung für die Schweine fertig. Dann haben die 75% an Aktivitäten, die die machen können. Das ist doch auch gut so. Helfer C kommt auch gut voran. Sehr schön. So. Das sieht der Jogkäse aus. So, warte mal. Jetzt. So, tanken wir ab den Kram. Dann ist das sowieso gleich voll. Jo, was soll ich dazu sagen? Wir haben wieder ein bisschen was geschafft in der Folge. Wir haben hier angefangen, unser Maisfeld abzuernten. Wir haben angefangen, unser Sonnenblumenfeld abzuernten. Wir haben eine neue Produktion gebaut, nämlich die Molkerei, glaube ich, ist die. Wir haben angefangen, jetzt unsere erste Schokolade herzustellen. Wir haben den ersten Sonnenblumenöl verkauft. Wir haben jetzt hier den ersten Mais, den wir vollständig laden und gleich zu den Schweinen bringen könnten. Von daher, es geht hier super voran. Er kommt hier irgendwie klar. Wir schicken den Helfer mal nochmal schnell in die Spur und dann soll es das für die Folge gewesen sein. Ne? Ja, was kann ich sonst noch sagen? Wir haben hier noch einiges vor auf der Farm. Wie gesagt, das nächste Ziel ist die BGA. Für die BGA brauchen wir definitiv dann noch ein bisschen mehr Geld. Ja? Das heißt, wir müssen die Wiese mähen, wir brauchen also noch einen weiteren Schlepper eigentlich. Eigentlich haben wir jetzt genug Schlepper, wir müssten nochmal eine Montur, also nochmal nur Dings holen, dass da gleich zwei fahren können. Das werden wir mal machen. Ja, aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüssikowski.